Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egon's Spiel Civilization 5. Wir sind Portugal und begrüßen Runde 69. Versuchen irgendwie hier das Beste draus zu machen aus den Karten, die wir bekommen haben. Du kannst wassern. Willst du das? Oder willst du lieber mal zurück nach Lissabon? Wie wär's damit? Wir wissen, dass es sich hier noch ein wilder Speerkämpfer rum treibt, den gilt es zu umgehen. Und Lissabon kann einen Gegner angreifen. Jawohl, ja. Flösch kriegt man ja getötet. Und die ersten Abmachungen für Botschaften sind ausgelaufen. Wir sind zufrieden. Wir haben Gold. Und wir haben einen großen Leuchtturm in 7 Runden fertig. Mal gucken, ob das wirklich machbar ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Computergegner jetzt so scharf drauf waren, den aufzubauen. Wir hoffen, dass wir hier nicht angegriffen werden und gehen direkt wieder an Land deshalb. Außerdem versuchen wir unseren Speer wieder zurück in die eigenen Reihen zu bringen, damit er auch wassern kann. Wir holen uns unser Eisen. 2. Ja, besser als keins. Und sind dann auch direkt mit unserem Krieger wieder in Lissabon, um hier mal so ein bisschen sicherzustellen, dass er gesundet, dass wir da ein paar Leute haben und wir kommen hier nicht durch. Wir müssen diesen weiten Weg hier oben rum gehen. Da müssen wir dran denken. Wir haben hier zwei Eisen. White Harbor wurde gegründet und hier oben sind 6 Eisen. Und das hier sind auch 2 Eisen. Ein Eisenmangel ist nicht in der direkten Umgebung und ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall gründen müssen, hier oben. Und schauen wir mal, ob wir Petra bekommen. Petra ist ein super starkes Wunder. Glaubt man nie, oder ich habe es nie geglaubt, weil wer möchte schon gerne in der Wüste sein, aber man kann damit echt das Spiel gewinnen. Bei einem der letzten Let's Plays war es auch so tatsächlich, dass wir dank Petra überhaupt so stark wurden dann, oder eben eine Stadt gründen konnten, die trotz der Umgebung, jawohl ja, nochmal stark wurde. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer. Die Bibel zitiert, große Leuchtturm. Alle militärischen Marineeinheiten erhalten +1 Fortbewegung und +1 Sicht. Bringt einen kostenlosen Leuchtturm in der Stadt. Und jetzt ist es an uns, da auch eine Marine aufzubauen, die davon profitieren kann. Wir bauen währenddessen Dinge, wie zum Beispiel ein Frachter. Frachter ist the way to go. Er wird uns hier mit Nassau Handel verschaffen, mit Byblos, wenn es sein muss, oder mit White Harbor. Und das wird ordentlich Gold bringen. Gold kann man nämlich gebrauchen. Und viel Gold sowieso. Ah, wenn wir hier oben sind, können wir auch noch die restlichen Ecken in der Tundra entdecken. Und wir haben unseren ersten Siedler. Ja, sehr gut, dass wir da unseren Krieger auch gerade fertig haben. Das war natürlich genauso geplant. Ihr geht zusammen. Wohin? Das ist die Frage. Ich habe euch jetzt hier oben hingeschickt. Aber hier unten, er zeigt schon an, auch richtig gut. Auch richtig gut. Die Bananen könnten wir Nassau noch entreißen. Hier hatten wir die 2 Eisen werden, das ist schon sehr, sehr gut. Alternativ, hier oben wird schon gar nichts mehr angezeigt. White Harbor hat sich hier viele Luxusressourcen geschnappt. Hier oben ist viel zu weit weg. Wenn wir noch eine Wüstenstadt bauen wollen würden, dann hier oder hier auf dem Hügel, gegebenenfalls. Dort wird man 1, 2, 3, ja, hier in dem weiten Rahmen das ja noch mitnehmen können und müssten halt schauen, dass White Harbor da nichts von mitbekommt. Da wir hier oben viel besser verteidigen können, möchte ich behaupten, das hier ist eine richtig gute Position, versteht mich nicht falsch, da werden wir auch noch gründen. Aber da wir hier auf dem eigenen Kontinent erstmal schauen müssen, dass wir alles unter Dach und Fach kriegen, hat die Stadt hier oben Priorität. Sobald der Frachter produziert worden ist, gehen wir auf Siedler und danach auf den Koloss. Von daher ist das the way to go. Es gibt viele gute Gründe, zuerst die Stadt hier unten zu gründen. 2 Statue wurde gebaut.
Jetzt war nur die Frage, hier auf dem Hügel, da sind wir halt 1, 2, 3, ja. Schon nah an Lissabon, können es aber auch gut verteidigen. Sind auf dem Hügel, haben sonst auch alles, was wir brauchen. Verzichten da auf nichts, wenn ich das richtig sehe. Ja, lieber ein bisschen näher an der Hauptstadt. Dann gründen wir hier auf dem Hügel. Direkt neben der Oase ist auch ein Vorteil. Und Porto Lissabon, sehr schön. Dort bauen wir ein Monument. Und verteidigen die Stadt mit unserem Krieger. Nächste Runde. Wir haben hier oben mal was weiteres entdeckt. Bevor du hier nicht mehr durchkommst, geh einmal zumindest in die eigenen Reihen, damit du endlich blassern kannst. Und im nächsten Schritt gehst du dann da oben nochmal hin und entdeckst die restliche Welt von diesem lang gewundenen Kontinent. Mit Kuala Lumpur sind wir richtig cool gerade. Oh, wir können ja mit unseren Bauarbeitern diese Spezialgebäude bauen oder Spezialgeländefelderweiterungen, mit denen wir dann Kuala Lumpurs Edelsteine bekommen. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt diesen Fjord, ich muss mal gucken, wie es heißt, bauen, dann können wir da auch schon mal unseren Vorteil draus ziehen. Nächste Runde, nächste Runde. Wir haben Wale, wir haben Fisch. Dann wäre für dich der nächste Schritt wahrscheinlich das Weizen abzuernten. Und wir müssen uns überlegen, ob wir sicherstellen wollen. Nee, wir sehen es ja. Wenn White Harbor hier irgendwie expandiert in diese Richtung, dann kaufen wir hier oben alles weg. Wir kaufen das Eisen weg, wir kaufen das Elfenbein weg. Und dann sollten wir safe sein, auch wenn das vier Geländefelder sind. Die erste Karawane vom White Harbor kommt bei uns an. Können wir schon Straßen bauen? Nee, haben wir nie entdeckt. Wir wissen nicht, wie ein Rad aussieht und haben deshalb auch keinen Bedarf an Straßen. Lisboa. Wie lange dauert es noch, bis die Eisenverarbeitung fertig ist? 7 Runden. Lisboa hat uns einen Frachter gegönnt. Wow, White Harbor. Plus 10 Gold. Plus 4 Wissenschaft. Können wir noch einen zweiten bauen? Einen zweiten Frachter? Leider nicht. Produktion wählen. Kaserne, Kornspeicher, Schrein, Stadtmauern, Mausoleum, Triere, Sperrkämpfer, Speer, Krieger, Arbeitsboot, Bautrupp, Siedler. Siedler perfekt. Weil in 6 Runden ist das Siedler fertig, in 5 Runden die Eisenverarbeitung. Dann machen wir das wahr, was wir eben gesagt haben. Wenn du eh schon hier bist, kannst du auch heilen. Das ist hier ein Bauernhof gebaut. Finde ich spannend. Geh bitte hier hin. Porto, wann? Du willst die Wale? Willst du nicht dieses schmackhafte? 165 verlangt er für dieses Wüstenfeld. Wieso denn so teuer? Das ist halt auch gar kein Wert. Klar, es ist schwierig zu managen oder zu überwachen, ne? Aber come on. Boah. Porto sollte schnell wachsen können. Oase, Weizen, dann später natürlich noch die Wale. So, wir gehen hier hoch. Du kommst da nicht mehr hin, oder was? Doch, bis dahin kommst du doch auf jeden Fall. Hat er hier gegründet? Ach, das ist schon. Hat er gegründet, hier oben, ja. Goldrunde von Henry Morgan beendet. Porto ist gewachsen. Und wie schnell Porto wächst einfach. Läuft. Genf von ha und Haus Stark sind jetzt verbündet. Genf. Kuala Lumpur ist, können wir Kultur. Kriegen wir vielleicht Kultur. Aber da brauchen wir schon mehr. Da brauchen wir 500 Gold mindestens, um dieses Bündnis zu besiegeln. Und dann haben wir auch nicht so lange was davon. Ich bin Fan von Straßen. Habe ich auch schon mal erzählt. Dafür hätte ich gerne das Rad. Außerdem machen wir die Tierzucht noch en passe. Weil wir dann auch sehen, ob mehr Pferde irgendwo haben. Nicht, dass ich auf Pferde setze. Gerade wenn hier die Starks so viele Speerkämpfer bauen. Ah, jetzt ist natürlich. Komm mal hier rüber. Wir gehen hier volles Risiko mit unserem Siedler. Landen hier und in 2 Runden sind wir da. Wir haben hier auch keine Barbaren mehr gesehen seit langer Zeit.
Deswegen sollte alles safe sein. Koloss bringt einen zusätzlichen Handelsweg und einen Frachter erscheinen in der Stadt. Handelswege, die mit anderen Spielern in einer Stadt mit Koloss einrichten, erzeugen plus 2 Gold extra für den Stadtbesitzer und der Handelswegbesitzer erhält plus 1 Gold extra für den Handelsweg. Stadtmundskuste liegen bringt auch so plus 5 Gold und plus 1 Kultur. Da kommt einiges zusammen. Nächste Runde. Panion gegründet, nicht mehr befreundet mit Prag. Wir haben es überlebt. Gehen wir jetzt hier volles Risiko. Nee, mehr. Gehen hier an Land. Nicht, dass es da sicherer wäre. Da können ja auch Barbaren auftauchen. Aber hier, na, da wären wir gefangen. Wohin geht's denn? Sehen wir hier Barbaren? Dürften ja keine da sein. Er hat alles im Blick. Nassau ist da. Soweit, so gut. Wir kommen hier mit. Hier müssen wir auch mal schauen, ob es nicht doch irgendwo noch was zu entdecken gibt. Sobald wir Schiffe gebaut haben, werden wir das machen. So, Dilidodeli, du willst hier einen Bauernhof bauen. Das ist ja spannend. Jetzt auf einmal. Wie sieht es hier oben aus? Weiter aber hat keine weiteren Geländefelderweiterungen. Die zwei Eisen, nimmst du die? Nee, du willst hier runter. Das kann ich verstehen. Da baut man Schiffchen demnächst. Wir können mit unserem Bauarbeiter aber auch hier runtergehen und das Marmor uns schnappen. Wie wäre es damit? Wie wäre es damit? Richtig gut, fände ich das. Wir bauen unsere dritte Stadt. Braga, die völlig schutzlos da liegt. Und das sollte man demnächst mal ändern. Wir bauen ein Monument. Wie kann es auch anders sein? Wo sind wir jetzt hingegangen? Haben wir jetzt Krieg erklärt oder was? Nee. Ah, wir sind immer noch in Bratislavas Grenzen. Nächste Runde. Unser einziger Krieger ist jetzt von unserem Hauptkontinent weg. Wir brauchen dringend Militär. Und gut, dass wir da das Bogenschießen gerade entdecken. Damit können wir wenigstens ein paar Verteidigungseinheiten bauen. Dir. Bevor es dann hier weitergeht. Du bleibst in Praga und Porto. Porto. Wir können noch eine Frachter bauen. Mm. Wir sind bei 3 Unzufriedenheit. Wieso das denn? Ja, da wird es Zeit, dass wir den Mama uns holen. Frachter. Richtig gut. Arbeitsboot. Richtig gut. Im Hinblick darauf, dass wir die Wahl haben wollen. Und Kaserne. Auch gut. Gut. Kaserne, Bogenschütze? Ja. Ah, schwierig. 28 Runden für die Kaserne und dann nochmal Bogen. Aber, oder Bogenschütze erstmal so. Ich meine, wenn die Starks angreifen, da wird ein Bogenschütze nichts machen können. Schwertkämpfer ist auch gut. Und wenn man schon Schwertkämpfer und Bogenschütze bauen, dann bitte mit Kaserne. Arbeitsboot kaufen wir uns. Kaufen wir es dann einfach. Können wir auch Kaserne kaufen? 550 Triere. Aber es wird gemerkt schon kaufen. Ja, Schreien macht ja nicht glücklich. Wir kaufen das Arbeitsboot. Wir bauen die Kaserne. Und du bist in einer Runde Teil unseres Reichs. Nein. Ey, die Grenze kann man auch einfach nicht sehen, ne? Wo willst du denn da hin? Ach, die hier entlang verlaufen die. Was bauen die da oben? Ah ja, Steinbruch. Okay, Bratislava ist schon richtig böse mit uns, weil wir ständig durch ihre Geländefelder steppen. Wir wollen dann doch mal hier einfach wassern. Wie wär's damit? In der Hoffnung, nicht auf Barbaren zu treffen, sondern hier die Küste entlang zu scouten. Braga, hast du vor demnächst 17 Runden? Wie wär's mit jetzt? Und da ist unser ganzes Geld auch ausgegeben. Nun denn, wenn wir jetzt doppelt hoppla freundlich, mit dem Buccaneer ist immer freundlich, da schau her, freut mich. Wie wär's damit? Neues. Bist du wieder zufrieden? Wie schön ist das denn? Weiter geht's mit der Erforschung der Welt. Wir sind zufrieden und werden es noch weiter sein, sobald wir das Marmor haben. Außerdem müssen wir
dann endlich mal Militär aufbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Den Koloss, den nehmen wir noch mit. Und dann wird Lissabon zu der Militärproduktionsmaschine überhaupt. So, jetzt haben wir das Rad entdeckt. Damit werden wir die Welt erobern. Irgendwann mal, wenn man weiteren 6 Runden bis zur nächsten Sozialpolitik, wenn man weiteren Bauarbeiter haben werden. Bauwesen, Mathematik, Fallstellen, Schrift, Kalender. Können wir direkt den Kompass entdecken? Für die Nao. Das geht weit. Das geht weit. Das ist ein weiter Weg. Wir würden schon gerne Richtung Währung gehen, glaube ich. Wollen wir Fallen... Schrift brauchen wir auch. Steinwerke, Stonehenge. Können wir eigentlich drauf verzichten. Und Fallenstellen auch. Wir nehmen Schrift, wir nehmen Mathematik und wir nehmen Währung. Dann bilden wir uns so ein bisschen weiter. Und mit der Währung können wir dann Porte versuchen, Petra zu bauen. Das Mausoleum wurde im Fernland gebaut und kann es nicht mehr für Genf errichtet werden, was halb so schlimm ist. Ich hoffe, dass wir hier an der Küste einen weiteren Kontinent entdecken können, mit dem wir, auf dem wir dann fahren können. Dasselbe gilt eigentlich für hier. Hier müssten wir auch mal schauen, aber wir haben nicht mal annähernd eine Einheit, mit der wir das machen könnten. Potter verlangt die Ressource Kakao. Was lustig ist, weil Brasilien. Kontext. Oh. Oh. Sieht vielversprechend aus. Gucken wir mal. Schrift und dann auch noch mit unserer... Ah, schade. Dann auch noch mit unserem Speer. Das wäre natürlich Gold wert, auf einen neuen Kontinent zu stoßen, auf dem noch niemand ist. Und wir dann die ganzen alten Ruinen uns einverleiben können. Plus 1 Zufriedenheit, plus 15 Gold von Stadtverbindungen. Wir haben noch keine. Minus 5% Unzufriedenheit von Bürgern in unbesetzten Städten. Plus 1 Gold von Monumenten. Hammer. Jede Stadt erhöht die Kulturkosten von Politiken um 33% weniger als üblich, leitet ein goldenes Zeitalter ein. Wie wär's mit dem goldenen Zeitalter? Ja, danke. Immer 12 Runden. Nice. Das können wir gebrauchen, denn wir bauen gerade ein Wunder. Der Koloss. Wehe, wir kriegen ihn nicht. Krieg. Aha. Wir haben doch eben noch gehandelt. Ja, die Stadt werden wir nicht verteidigen können wahrscheinlich. Wobei er nur Nahkampfeinheiten hat, ne? Ja, kann man nichts machen. Die Stadt ist für die Katz. Verhandeln wir jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob wir uns davon jemals wieder erholen können. Der Frachter fährt weiterhin nach White Harbor. Und fürs nächste Mal wissen wir, dass wir vielleicht nicht auf einem fremden Kontinent... So fremd ist der Kontinent jetzt auch nicht, ne? Aber dann kannst du zumindest fliehen. Dich können wir retten, das ist gut. Gut, dass ich nochmal dran gedacht habe. Ja, da ist ja gar nichts zu holen, sag mal. Dich holen wir auch raus. zum Schwertkämpfer upgraden. Ja, nee, die sind da mit 4 Leuten drumherum. Dich können wir nicht töten. Da können wir gar nichts. Gar nichts können wir da. Wir holen dich da raus. Gegen ihn wirst du bestehen. Kriegst doppelt Drill, aber bevor wir dich upgraden für teuer Geld, gucken wir erstmal, ob du das überlebst. Du kommst auch zurück. Und du gibst ihm noch ein bisschen mit. Da ist er beschäftigt. Der Koloss. Zusätzlicher Handelsweg. Ach stimmt, wir haben ja zwei Frachter. Jetzt schon. Aber da können wir nur nach... ich mag jetzt nicht ins Kriegsgebiet rein. Hier ist Krieg, da ist Krieg, überall ist Krieg. Aber hier am wenigsten. 10 Gold pro Runde. Damit, also mit dem ganzen Gold, werden wir, denke ich mal, schon mittelfristig die Stadt zurückerobern können, wenn wir das wollten. Machen wir auch. Lisboa. Wir haben den Frachter für den Koloss bekommen. I see. Triere, Kaserne, Schwertkämpfer.
erstmal eine Triage, um sicherzustellen, dass da, wenn es denn dazu kommt, dass sie jetzt wassern, was sie auch machen, wir so ein bisschen eine Chance haben. Hier können wir nicht mehr. Wir können aber wassern. Sie haben ja keine Marine. Die wäre jetzt gut zu haben. Haben wir mal nicht. Wir kaufen uns einen Bogenschützen, um so ein bisschen. Hätten wir auch in Lissabon kaufen können, dann hätte er es nicht den weiten Weg vor sich. Festung errichten bringt es nicht viel. Wir können hierhin Bauernhof errichten. Safe. Stimmt, Wale gegen Elfenbein, wie wir es damit vorschlagen. Quatsch. Inakzeptabel. Wale gegen Elfenbein und wir nehmen beide eine Botschaft an. Oder auch keine. Auch gut. Er landet. Soweit, so gut. Wir können dich zurückholen. Wir können dich hierhin bringen. Du nimmst keine weiteren Ländereien. Und boah, müssen wir ja hier oben hin, ne? Nächste Runde. Guck mal, was er vorhat. Okay, sie gehen tatsächlich hier raus. Wir können da ordentlich Damage machen. Und von hier aus dann später auch. 72 Gold plus 34 pro Runde. Wir gehen hier rüber, wohlwissend, dass wir da nicht angegriffen werden können. Und der Krieger kann nicht abgegradet werden. Erst in der nächsten Runde erholt sich von den Strapazen. Wenn sie wirklich Lissabon angreifen wollen, was sie machen, sollen sie das gerne probieren. Ich gehe davon aus, dass sie da keine Chance haben werden. Wir greifen ihn an und ihn. Gewinnen hier die Auseinandersetzung und sind safe. Er wird hoffentlich nicht geplündert werden, aber man wird ja noch träumen dürfen. Wir haben doch noch keine 110. Der Schwertkämpfer muss noch warten. Beziehungsweise eine Ausbildung zum Schwertkämpfer muss noch warten. Hier oben hat er sich die. Ja, das Elfenbein geschnappt. Wollen wir zum Eisen? Wie sieht's denn aus? Was willst du denn als nächstes? Wir kaufen uns das Eisenfeld. Das ist jetzt in Kriegszeiten zwar ein bisschen seltsam, aber ich glaube, that's the way to go. Wir haben die Triere beendet. Wir bauen noch eine. Wir wurden nicht geplündert. Sehr schön. Lissabon steht. Sieht alles gut aus. Wir gehen auf diese Einheit, denn diese Einheit ist die stärkste Einheit. Und wir gehen auf die gewasserten Einheiten, weil die gewasserten Einheiten am anfälligsten sind für unsere Angriffe. Hoppla, Speerkämpfer. Aber der kann ja nicht kämpfen. Ist ja keine Marineeinheit. Gegner in der Nähe. Da schon her. Sollten wir aber easy peasy. Wo kommt der Beschuss her? Wieso? Aha. Der Pokenschütze. Das reicht nicht, um dich zu töten. Das reicht, um dich zu töten. Du gehst hier hin. Plus 20% Kampfstärke bei Angriff auf Städte. Goldraubenhöhe von 33 des Bayernischen Stadt. Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Küstenräuber ist halt so viel besser. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir die Einheit nicht verlieren wollen. Wir gehen trotzdem rein. Zack. Ich meine, was wollen sie machen? Er müsste hier hin und dann kann er nicht angreifen. Wir sind safe. Wir sind safe, sage ich jetzt. Du kommst hier hoch, damit du ihm Platz machen kannst und er da angreifen kann. Zack. Tot. Wir holen uns mehr Eisen aus der Erde. Und sollten das safe abgewehrt haben. Nächste Runde. Dann bauen wir ein, zwei Schwertkämpfer. Und holen uns unsere Stadt zurück. Das ist die einzige Einheit, die du angreifen kannst. Das ist die einzige Einheit, die du angreifen kannst. Sobald wir genug Gold haben, werden wir dich upgraden. Wir gehen hier rein, weil Sumpf. Solange am Sumpf steht, ist er ein gutes Ziel für uns. Ziehen uns in die Stadt zurück, heilen dort. Weil wir sonst von ihm angegriffen werden. Hier steht zwar, es war eine gewasserte Einheit. Aber na gut, Barbaren. Barbaren?
haben einen Handelsweg geplündert. Dass ich das noch erlebe. Sidon, hallo Sidon. Gegner in der Nähe. Okay. Ich glaube, das war ein Fehler von ihm. Können hier töten. Könnte ich upgraden? Machen wir auch, solange es noch möglich ist, oder? Ja. Und greifen in der nächsten Runde an. Währenddessen fortifyen wir. Der Bogenschütze kann dich angreifen. Und die Triere kann... Ist das die Frage? Er ist gewassert. Wenn wir hier mit der Triere reingehen, ist sie hier keine Fernkampfeinheit, die uns gefährlich werden könnte. Was macht er denn hier bitte? Wie kommt der da rüber? Ach, also ist das die neue Triere. Sehr schön, sehr schön. Na, dann heile mal weiterhin. Wir gehen außerdem in die Kaserne rein. In drei Runden ist ja auch hier oben eine fertig. Bevor wir eine Armee bauen, wird die richtig aufgepimpt. Jetzt haben sie auch eine Triere. Ja. Nachmacher. Einheimbeförderung. Was? Ein Spieler wurde vernichtet. Goldenes Zeitalter ist vorbei. Einheit kann befördert werden. Wie wäre es mit offenem Geländefeld? Dann habt ihr eine viel bessere Möglichkeit, euch gegen die hier zu erwehren. Wir gehen hier hoch. Töten ihn. Haben es mit einer barbarischen Triere. Und hier ist ein Barbarenlager. Da schau her. Wir heilen auf unserem eigenen Geländefeld. Du bleibst in Lischbois. Hier oben. Bau, bau, bau. Zwei Eisen. Können wir da. Was kostet dieses Geländefeld? 105. Junge, Junge. Gegner in der Nähe. Den können wir angreifen. Doppelt und dreifach. Hier auch Küste, Küste, Küste. Wir sind unzufrieden. Das ist wieder nicht so gut. Nehmen uns die Erfahrungspunkte. Ah, und sind hier ein gefundenes Fressen für den Bogenschützen. Stellen wir uns dazwischen. Und überlegen, ob wir hier rüber wollen. Na, erstmal nicht. Ja, wir heilen hier weiter. Kaserne beendet. Schwertkämpfer. Nächste Runde. Bitte überlebst. Ey, wir können es uns nicht leisten, dich zu verlieren. Na gut. Hier hoch. Wo mir die Küste jetzt hier nicht mehr safe ist. Naja, du heilst auch noch die letzten Punkte. Oder? Oder nicht? Solange er wassert, ist alles gut. Er geht hier oben an Land. Wir gehen hier rein und sehen, dass da nichts mehr ist. Du unterstützt ihn hier oben. Ja, wir gehen gegen die Barbaren vor. Aber erst, wenn wir sie ein bisschen weich geklopft haben mit unserer Fernkampfeinheit. Die dann auch bald von den Schwertkämpfern unterstützt wird. Wir heilen in der Hauptstadt, patrouillieren dann hier noch ein bisschen die Küste entlang, schauen noch, ob wir dann irgendwann Frieden schließen wollen mit den Buccaneers, bevor wir uns alles zurückholen, was rechtmäßig uns gehört. Nächste Runde, in der dann dieses Barbarenlager nicht mehr existent sein wird. Oder auch doch. Wenn jetzt was spawnt, dann kann ja nur eine Marineeinheit spawnen. Und das kann es egal sein. Hauptsache, das Lager ist leer. Ja, spawnen eine Marineeinheit. Wie kann es auch anders sein? Aber das Lager ist leer. Sehr gut. Wir wollen hier angreifen. Die angreifende Einheit hat hier, glaube ich, immer einen Bonus. Und in der nächsten Runde können wir dann mit unserem Bogenschützen auch nochmal reingehen. Den wir übrigens nachbauen. Jetzt mit unserer Kaserne können wir das easy peasy locker flockig machen. Wir greifen so an, wir greifen so an. Nehmen die Erfahrungspunkte gerne mit. Vielen Dank dafür. Wir bleiben hier stehen, bevor wir dann durch den Sumpf wieder zurückgehen. Apropos zurückgehen. Wir gehen mal einen Schritt zurück, halten inne.
schauen, was wir machen. Und das während einer Pause. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.